liebe Schwestern und Brüder, zum Jahreswechsel hören wir in der Regel viele Aufforderungen, viele Botschaften, Ermahnungen. Alle sind sie wohlfeil zum Jahresbeginn, von der Kanzlerin angefangen bis vielleicht hin zur Predigt. Allerdings, die Schriften der Heiligen Text heute lenken unseren Blick und die Liturgie der Kirche am Neujahrstag unseren Blick etwas anders. Sie lenken unseren Blick noch einmal in besonderer Weise am 8. Weihnachtstag auf Maria selber. Und damit lenkt sie unseren Blick auf den Menschen. Den Menschen nicht als den Macher, der Hände und Füße hat. Der Mensch nicht als Intellektueller, als der, der sich etwas ausdenkt und der etwas erfindet mit Vernunft und Verstand. Und dann hören wir dann meistens hinterher, so kommen wir ganz gewiss gestärkt aus der Krise, heißt es dann. So eine billige, wohlfeile Formulierung, die niemand einlöst. Nein, der konzentrierte Blick der Schrifttexte und der liturgischen Feier heute am Hochfest der Gottesmutter lenkt unseren Blick auf das Intimste, auf das Innerste des Menschen, auf sein Herz. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und, so übersetzt Fridolin Stier, setzte es darin zusammen, macht es zu etwas Rundem. Dieses Innerste des Menschen, wo uns Maria heute zum Vorbild wird, hat ja unterschiedliche Beschreibungen erfahren, als sozusagen der intimste Ort, manchmal als Tempel, als Heiligtum beschrieben. Oder gestern Abend in der Vesper haben wir noch in diesen langen Strophen aus dem Lied »Ich stehe an deiner Krippe« hier von dem Herzen gesungen als der Krippe. Das Herz als breite Krippe, in die sich Jesus hineinlegen kann. Und so können wir heute am Neujahrstag fragen, wie sieht es mit meinem Herzen, mit meinem Innersten denn aus? Gibt es noch irgendeinen Raum, einen Platz? Oder ist das alles okkupiert? Feindesland? Ist alles schon vermietet? Es gibt überhaupt nichts mehr. Nichts mehr zu vergeben. Da ist es so eng, dass alles so zugemüllt und besetzt, da kann niemand mehr Raum finden. Wie sieht es bei mir aus in meinem Innersten? Oder ist dieses Herz, wir sagen das manchmal so gerade zum Jahreswechsel, die Zeit heilt alle Wunden. Auch das eine wohlfeile Parole. Vielleicht wir verheilen die Wunden, aber sie vernarben. Und wir haben zwar kein blutendes Herz, aber doch ein sehr vernarbtes und damit ein hartes Herz. Auch da gibt es dann kaum Raum und Platz für den, der dort Platz finden will, dessen ureigenster Platz im Herzen des Menschen ist. Der Evangelist Lukas lenkt mit diesem Satz, Maria aber bewahrte alles in ihrem Herzen, sehr fein unseren Blick heute auf sie. Und gerade darin, dass sie Platz im Herzen hat und darin alles bewegt, ist sie Vorbild und ist sie die Gesegnete. Der Trappist Thomas Merton schreibt einmal, damit wir Gott zu erkennen und zu lieben vermögen, wie er ist, muss er auf eine neue Art in uns wohnen. Nicht nur in seiner Schöpferkraft, sondern auch in seiner Erbarmung. Nicht nur in seiner Größe, sondern auch in seiner Klarheit. Einer Klarheit, durch die er sich leer macht und zu uns hinuntersteigt, um in unserer Leere leer zu werden, leer zu sein und uns so mit seiner Fülle zu erfüllen. Das ist doch genau die Bewegung von Weihnachten, die wir jetzt eine Woche feiern. Dass Gott sich leer macht, so wie wir leer sein sollen. Und in dieser Leerstelle, in unserem Herzen, das bereit und empfänglich ist, mit seiner Fülle zu wohnen.
Anders sagt es einmal Romano Guardini in einem Gebet. Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Vielleicht kann ein solches Gebet, auch nur ein solcher Satz, uns durch das neue Jahr begleiten. Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt mich voll Liebe dein Auge an und ich lebe aus deinem Blick. Du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart, das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin und dass ich bin durch dich. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und bewegte es darin. Je mehr, liebe Schwestern und Brüder, wir versuchen es ihr gleich zu tun, jeden Tag neu, jetzt im neuen Jahr, in unserem Herzen Raum zu schaffen, dass derjenige, der sich ganz leer gemacht hat von seiner Gottheit, in dieser Leere des Menschseins zu uns kommt, um darin mit seinem ganzen Reichtum, seiner Gnade, seiner Fülle zu wohnen. Dass wir das versuchen, immer wieder neu. Je mehr wir es versuchen, umso mehr werden wir wie Maria Gesegnete sein.